Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir mal wieder. Da Julian ja das Top 5 Lieblingsfiguren zu den Bösewichtsfiguren gemacht hat, folgt jetzt von mir meine Meinung zu den Top 5 der Heldenfiguren. Also ja, die lieben halt. Mal schauen, wie ich den Titel nennen werde, aber auf jeden Fall werde ich heute meine Top 5 Lieblingsfiguren von der Hennenseite bekannt geben. Und ich würde sagen, wir starten auch dann mal gleich. Auf Platz 5 ist für mich Anakin Skywalker. Und zwar die Version, wo er lieb und böse ist. Also würde ich sagen, das zählt zur lieben Figur. Ihr seht, was jetzt an dem Hinterkopf hier. Er hat auch noch eine böse Seite. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man den so umwandeln lassen kann. Also, ihr wisst ja, wo der Imperator ihn verführt, dass man ihn das umwandelt. Aber ich muss sagen, diese Figur, hat wirklich sehr viel Detail. Also, das, was man halt als Detail so geben kann. Hier die Jedi-Robe und ich hoffe, ihr seht es, den Gürtel. Und das ist wirklich hinten auch, warte, hier. Seht ihr auch sehr gut. Das ist wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Und deswegen ein verdienter Platz 5. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Platz 4 befindet sich Finn. Aber, also ich muss sagen, eigentlich die normale Figur, muss ich sagen, finde ich sehr uninteressant. Diese Figur ist ein etwas spezielleres, denn die kam nämlich, ich glaube, ich habe hier sogar ein Video gemacht, zu The Force Awakens Lego Game. Also, das, ihr wisst es ja. Das gab es da dazu, diese Figur, und deswegen finde ich sie so speziell und so, ja, eigentlich ganz cool. Weil es ist halt ein First Order Stormtrooper, aber mit Sand halt auf Jakku. Also er ist ja abgestürzt und da ist es eben passiert, also mit dem Sand. Und das haben sie wirklich schön gemacht hier mit diesen ganzen Sandresten. Und das macht diese First Order Ding, die schon allgemein geil ist, nochmal irgendwie, ja, gibt die noch so die Küche auf der Sahnetorte. Und ja, das hier oben ist halt normales Finns Gesicht. Das kennt ihr eigentlich alle schon. Muss ich wahrscheinlich nicht zeigen, aber die Rüstung, also den Stormtrooper-Ding, finde ich wirklich sehr schick und deswegen verdient er Platz 4. Auf Platz 3 ist, ihr seht es schon, Obi-Wan Kenobi aus Episode 3. Dieser Obi-Wan ist beim General Grievous Wheelbite dabei gewesen und den finde ich wirklich sehr schön gelungen. Obi-Wan hat ja immer diese Erneuerung mit den Haaren. Die Haare finde ich eh sehr, sehr gut getroffen. Und ihr seht gerade das, wo er sich anstrengt, das Gesicht. So, das ist das normale Gesicht. Und der davor, die vorige Version, hatte natürlich noch nicht diese Robe hier nach unten gegangen. Und jetzt sieht Obi-Wan wirklich sehr schick aus, muss ich sagen. Er gefällt, weil ich den Charakter an sich mehr mag als Anakin. Ist er auch weiter oben, weil eigentlich ist es vom Design her ja kein großer Unterschied. Er hat nur eine helle Obe, aber irgendwie, mir gefällt diese Figur sehr, weil sie so gut getroffen ist. Der Bart und alles, also Obi-Wan kann man, wenn ich sagen, eigentlich nicht mehr verbessern. Es ist wirklich eine sehr schicke Figur und ich wollte nochmal anmerken, diese Figuren, die Top 5 sind aus meiner Sammlung, also wenn ihr auch eigene Figuren habt, schreibt es mal in die Kommentare, weil, ja, es gibt sicher noch bessere. Aber es sind die hier aus meiner Sammlung, deswegen nicht wundern. Aber ich finde, Obi-Wan ist ein geiler Charakter und deswegen ein verdienter Platz 3, weil die Figur auch so gut aussieht. Gut, dann jetzt weiter zu Platz 2. Auf Platz 2 ist meiner Meinung nach die interessanteste Figur auf dieser Liste, weil sie ist so, also als ich sie ausgepackt habe, dachte ich mir so, Alter, geil, das ist schon irgendwie eine Innovation. Sie ist sehr riesig und es ist Pomkrell aus Star Wars Clone Wars. Was ich halt so, es ist halt einfach eine besondere Figur. Er hat zwei Doppellichtschwerter, was die Figur erstmal sehr geil macht. Und ihr seht, ja, dieses Plastikteil, es ist einfach nur, es ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Vor allem mit seinen vier Armen, das finde ich noch geiler. Und ich weiß nicht, wenn ich diese Figur angucke, denke ich mir so, ja, die ist irgendwie episch. Und auch ein geiles Detail finde ich die Augen, wie ihr mal hinseht, die sind ein bisschen gelb und eigentlich ist er ja der Böse in der Folge. Aber eigentlich ist er ja ein Jedi, deswegen habe ich ihn zur lieben Seite gepackt.
Aber ich finde ihn wirklich hier, die Figur. Es ist ja eigentlich, wenn man das hier absetzt, vor allem diese Robe hier, die finde ich, ist auch sehr schick. Die ist wirklich sehr schick. Und dann halt kommt halt sein Plastikteil hier eben drauf. Und das macht die Figur nochmal besser. Also mir gefällt sie wirklich sehr. Und ich fand so geil, dass Lego seine ausgebracht hat und wie sie es gelöst haben. Auch die Haare hier hinten, so viele Details. Und wenn ihr sie nicht habt, ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde sie episch. Und ja, dann kommen wir jetzt zum amtierenden Sieger. Platz 1. Auf Platz 1 ist der liebe Commander Greedy. Ich liebe diese Figur einfach nur über alles. Sie sieht einfach so geil aus. Ich kann einfach nicht viel dazu sagen. Schaut euch einfach diese Details an. Ich liebe ja allgemein, ihr habt ja am Anfang schon gesehen, die 41. Und wenn ihr auch mal bei Tutorial die Gameplay-Videos geschaut habt, dann seht ihr wahrscheinlich auch, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass ich diesen 41. Legion-Skin habe. Und ich liebe ihn auch über alles. Ich liebe diese Legion. Es ist so geil. Ich kann euch das nicht sagen. Ich schaut euch diesen Skin, also schaut euch den hier und den. Ich feiere sie einfach beide. Weil der Commander ist halt nochmal krasser. Und ich weiß auch nicht, was ich mir... Schaut euch das Teil an. Also, das finde ich wirklich geil, vor allem hinten. Und ich glaube, es gibt sogar ein neues Set, was mit ihm ist. Aber jetzt ziemlich gleich. Ich glaube, die Figur ist auch ziemlich gleich. Schaue ich mir gleich nochmal an. Aber schaut euch einfach diese Figur an. Also, ich kann dazu echt nichts mehr sagen. Es sieht einfach Bombe aus. Und ja. Das Gesicht ist wahrscheinlich ein normales Klonengesicht. Ja, das hier. Aber ja, der Klon an sich ist einfach geil. Okay. Ja, dann bis gleich. Ich mache dann gleich die Moderation. So, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein Video von mir zu sehen. Mir macht das auch immer wieder Spaß, ein Meister Jojo-Video zu drehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Schaut auf jeden Fall auf unsere Zweitkanäle und Drittkanäle. Also ich mache gerade auf dem Drittkanal Jojo Reacts. Aber Jojo Things lebt natürlich auch noch. Er ist gerade ein bisschen inaktiv, aber er lebt. Dort wird auch bald wieder ein Video erscheinen. Also seid gespannt, abonniert die anderen Kanäle. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao und bis zum nächsten Mal.